Wir waren mit unserem Wohnmobil unterwegs zu einem Kurztrip ins Emsland und haben da zwei sehr schöne Entdeckungen gemacht, die ich in diesem Video mal vorstellen möchte. Viel Spaß dabei. Ja, zur Orientierung blende ich mal wieder die Karte ein. Wir sehen hier Münster, das ist im Groben ja das Emsland. Und jetzt zoome ich mal in unser Zielgebiet. Es geht also hier um den Ort Emsbüren. Und hier haben wir als erstes mal den Campingplatz zum alten Fährhaus besucht. Dazu blende ich gleich einige Fotos ein. Also da steht man wirklich auch mit dem Wohnmobil sehr schön. Ja, und dann kann man hier auch sehen, dass man von hier aus in wenigen Kilometern diese Gartenwelt Emsbüren oder Emsflower erreichen kann. Ja, der Campingplatz liegt direkt an der Ems. Ich blende jetzt mal einige Fotos ein. Man kann da wirklich sehr, sehr schön stehen mit dem Wohnmobil, natürlich auch mit dem Caravan. Ja, das soll es dann gewesen sein zu den Eindrücken zu diesem Campingplatz. Informationen dazu in der Videobeschreibung. Ja, auf geht's zum zweiten Teil unserer kleinen Tour. Und zwar geht es jetzt um das Thema Emsflower. Die Emsflower GmbH ist ein Gartenunternehmen in der Nähe von Emsbüren. Es ist eigentlich das größte Gartenbauunternehmen Europas und auch Marktführer in Europa. Man hat Gelegenheit, den Erlebnispark und auch das Garteneinkaufszentrum zu besuchen. Nach dem kostenpflichtigen Eintritt in den Erlebnispark hat man dann die Möglichkeit, sehr viel Informationen über die Art und Weise, wie heutzutage Pflanzen und Gemüse produziert wird. Man kann dort die ganzen großen Hallen sehen, man sieht die Technik, also wie gesagt, sehr interessant. Daneben kann man dann weitere Eindrücke im Tropengarten gewinnen. Man kann jede Menge exotischer Tiere sehen. Es gibt einen Schmetterlingsgarten. Jetzt folgt noch eine Minute mit Detailfotos von Pflanzen und Tieren. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar oder